Hallo zusammen, die CMT in Stuttgart ist abgesagt. Wir wären angemeldet gewesen oder sind es immer noch, aber da sie jetzt abgesagt ist, mache ich hier bei uns im Laden eine kleine Tour, was wir an der CMT ausstellen würden. Inklusive der Neuheit, was wir eigentlich auch an der CMT präsentieren würden. Wir sehen hier unsere Standardkühlboxen, angefangen bei Intel-Kühlboxen, die kleinen, dann unsere 16 Liter, 20 Liter, 30 Liter, 35 Liter, 45 Liter und die 55 Liter Standardkühlboxen 12 und 24 Volt, noch mit 230 Volt. Da habe ich ein anderes Video gemacht. In Zukunft werden diese Boxen nur noch mit 12, 24 Volt kommen. Und dann gibt es da den LED-Netzgerät für LED-Scheinwerfer. Per Zufall passt das an diese Boxen, weil wir dürfen für diese Boxen kein Netzgerät mehr verkaufen ab nächstem Jahr. Wir haben hier unsere GT-Boxen, das sind also Tiefkühlboxen. Man sieht hier friert der Wodka. Das sind Boxen mit dreimal mehr Leistung wie eine Standardkühlbox. Diese stellen wir nicht unbedingt aus an der CMT. Ich habe sie hier, also wenn ihr fischen geht oder richtig tiefkühlen wollt, oder Außendienstmitarbeiter, die dann zum Beispiel Tiefkühlware nach Gesetz transportieren müssen, weil die Standardkühlboxen schaffen bei plus 50 Grad außen keine minus 80 mehr, 18 mehr. Also die gleichen Boxen, die wir als Kühlboxen haben, schauen wir. Wir haben hier unsere B46S, das ist nach mir einer oder sogar die beste Kühlbox auf dem Weltmarkt. Leistungsfähig, wir brauchen sehr wenig Strom, wir brauchen um die 5 Watt bei 5 Grad innen, 25 Grad außen. Weiter haben wir die bisschen größere Box, die 56er, die 81er, ihr findet darüber alles Video. Und hier die B75 mit zwei Deckeln, zwei separat einzelregelbaren Temperaturen, also ich kann den Bereich brauchen für Tiefkühlung, den Bereich als Kühlung, beide als Tiefkühl oder beide als Kühlschrank. Wir haben hier unsere Standardkühlschränke, sowas im Mobile ohne Tiefgefrierfach, nur als Kühlschrank. Oder sowas hier ein bisschen schmäler mit dem Tiefkühlfach, Eisfach. Oder auch Maschinen mit dem externen Kühlaggregat. Standardkühlschränke von klein bis groß. Auch hier haben wir die Standardkühlschränke mit Eisfach, ohne Eisfach, mit externem Aggregat hinten dran. Wir haben auch andere Kühlschränke hier. Solarkühlschränke für den stationären Bereich. Für Schrebergärten und Alphütten. Dann auch die größeren Solarkühlschränke, oben Tiefkühler, unten Kühlschrank. Das ist eher was im Stationärbereich. Hier reden wir von einem Volumen von 200 Liter. Oder auch das hier ist eher Solarbereich. Wir haben aber auch Camper, die fischen gehen wollen nach Norwegen. Die haben sowas in der Heckgarage, damit sie ihre Tiefkühlware oder das Hundefutter mitnehmen können. Hier ist der Sling 150, das ist sehr ein schmaler Kühlschrank. Haben wir mittlerweile bei vielen Wohnmobilen so als Standardgerät drin. Oben Tiefkühlfach, Kühlschrank und unten ein Auszug für die Getränke. Wir haben hier, das ist an sich ein Haushaltskühlgerät, was wir umbauen, mechanisieren auf Transportstabilität, 12 Volt Kompressor, Lüfter nicht über die Außenhaut, sondern über die Rückwand.
mit Einbaurahmen, dass er genau in die 52,5 breiten Löcher reingeht vom Wohnmobil. Kühlung, Tiefkühlung, auch unten haben wir eine Türverriegelung. Das ist der Wemo 2700. Wir haben heute Sonnenschein, ausnahmsweise mal kein Nebel und kein Hochnebel. Ihr wisst, wir haben Liontron-Batterien im Sortiment. Wir haben die eigenen Batterien im Sortiment. Und zur Neuigkeit, was wir eigentlich auf der CMT präsentieren wollten, als Messeneuheit, das hat sich jetzt erledigt, da komme ich dazu. Ich möchte noch ein paar Wörter sagen zum Jahr 2020. Wir haben massiv Probleme, das merkt der Endkunde nicht, dass wir die Ware nicht kriegen. Wir kriegen keine Ventilatoren. Wir haben Probleme mit den Dampfer-Seckop-Kompressoren, dass wir die Steuerungen kriegen, also Elektronikbauteile. Batterien auch Probleme. Wärmetauscher, Verdampfer haben wir momentan nur noch, wir haben die Bestellung erhalten, aber keine Liefertermine mehr. Also wir wissen nicht, wann wir Ware kriegen. Also wenn ihr beabsichtigt, irgendwas zu kaufen, schaut euch frühzeitig um, weil wir wirklich mit Lieferproblemen kämpfen und ich denke, wir sind nicht die Einzigen, auch andere. Unser Lager ist zwar momentan ist Winter relativ dünn, wir haben das Ziel, dass das im Frühling wieder voll ist, dass wir den ganzen Sommer durchliefern können. Ihr könnt hier vorbeifahren, anrufen, mitnehmen. Also nicht irgendwie über den Shop, dass wir es nicht liefern können. Ruft an, wenn ihr was braucht, schreibt eine Mail, ob das Teil lieferbar ist. Wir haben sehr viele Geräte am Lager. Als Neuheit habe ich diese Batteriebox. Ich mache ein paar Videos, habt ihr einen schon gemacht, wer meinen Kanal verfolgt. Diese Box ist eigentlich gedacht für den Dachzeltcamper. Oder wenn ich mit dem Zelt unterwegs bin, da brauche ich auch Strom. Mittlerweile hat jeder ein Handy, ich brauche einen Laptop zum Betreiben und so weiter. Das brauche ich auch Dachzeltcamper genau gleich, wie wenn ich irgendwie ein großes Offroad MAN 8x8 Chassis ausbaue. Aber für einen kleinen Camper, der flexibel sein will, der seine Kochkiste einlädt, der seine Matratze hat auf dem Dach, für den ist das Teil ideal. Ja, das soll es gewesen sein. Die nächste Messe, momentan ist alles ein bisschen schwierig. Die nächste Messe, die angesagt ist, ist Allrad Abenteuer in Bad Kissingen. Obwohl, ich weiß es nicht. Ich mache weiter YouTube, ihr könnt mich abonnieren. Ich mache es hier über 12 Volt Kühlschränke oder auch mal irgendwas anderes. Und ich wünsche euch trotzdem, wenn wir nicht auf der Messe sind, eine gute Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleibt mir alle gesund.